Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting. Der Heilige Geist und seine Führung. Das Seminar über einen Kurs in Wundern, Textbuch von vorne bis hinten durchnehmen. Und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Wir verbinden uns mit den einzelnen Teilnehmern. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Schließen wir die Augen. Wir holen im Geist. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Jesus bzw. den Heiligen Geist ein Gefühl von Verbindung hinzugeben. Dort, wo wir uns wirklich befinden. Zum nächsten Teilnehmer über. Sabine, ich verbinde mich mit dir im Geist. Sabine, ich verbinde mich mit dir im Geist. Treten innerlich zurück mit dem Ego. Lassen den Heiligen Geist ein Gefühl von Verbindung hinzugeben. Warten einen Augenblick. Gehen wir zum nächsten Teilnehmer über. Nihira, ich verbinde mich mit dir, Geist. Schließen die Augen. Wiederholen. Nihira, ich verbinde mich mit dir, Geist. Lassen den Körper leer werden, einen Zeitabschnitt unbesetzt und lassen Gott leicht eintreten und dem Heiligen Geist ein Gefühl von Verbindung hinzugeben. Verbinden wir uns noch mit dem eigenen Selbst. Ich verbinde mich mit dem wahren, angestammten Selbst in Gott. Lassen den Heiligen Geist wieder ein Gefühl von Verbindung hinzugeben. Fühlen uns ein. Zu, dass das ganze Bewusstsein der wahren Identität gewahr wird. Ganz in den Vordergrund tritt. Öffnen die Augen. Und kommen wir ganz an. Und jetzt kommen wir zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick, genau wie jetzt? Ja, ich bin ein bisschen unruhig, weil ich ein bisschen unruhig auch heute Nacht war. Aber ja, im Prinzip so neutral. Also, genau, danke. Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Jetzt zur Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig, entspannt, so nach Seufzen und tief durchatmen ist mir. Aber ja, einfach in einem entspannten Modus. Danke. Sabine, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback.
kommen wir zur Nihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ach ja, das hat mich gerade inspiriert, mal so tief durchseufzen und durchatmen. Ich fühle mich auch entspannt, freue mich aufs Meeting. Ich sehe hier gerade so einen Alexander Sittich genau vor meiner Nase sitzen. Okay. Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem. Dann kommen wir noch zu meinem Feedback. Ich habe also irgendwie jetzt die ganze Nacht Kopfschmerzen gehabt. Es geht mir aber jetzt gut. Es sind immer noch so leichte Kopfschmerzen im Hintergrund. Ja, es war auch ein bisschen eine unruhige Nacht. Mit Träumen und so weiter. Aber es geht ja nur ums Jetzt, also ich muss auch jetzt gerade in diesem Moment lernen, mich aufs Jetzt zu konzentrieren. Also hier und jetzt fühle ich das Leuchten und die Verbindung mit dem Heiligen Geist und höre auch das Piepsen. Also es ist total im Vordergrund jetzt die Verbindung mit dem Heiligen Geist und mit euch. Dafür bin ich sehr dankbar. Dadurch weiß ich, dass alles andere Schmerz, der Schmerz verschwinden wird. Und ja, es nur dabei bleiben. Und das ist alles. Und jetzt bleibe ich dabei und es geht weiter. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Ja, vielleicht lockern wir mal kurz einfach den Nacken ein bisschen. Und jetzt geht's los. Ich lese vor. Wir sind im Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthof Verlag. Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 8, von der Wahrnehmung zur Erkenntnis, Absatz 10, wir sind also jetzt im letzten Absatz in diesem Kapitel, in diesem Unterkapitel. Ich lese langsam vor und du kannst dich zurücklehnen und vom Verstehen wollen loslassen. Und dich geistig hingeben, sodass einfach die Erkenntnis in dir aufdämmert. 10. Doch in dieser Welt ist die Vollkommenheit nicht bezeugt. Gott kennt sie. Du hingegen nicht. Und deshalb teilst du sein Zeugnis für sie nicht. Ebenso wenig legst du Zeugnis für ihn ab. Denn die Wirklichkeit wird als eins bezeugt. Gott wartet auf dein Zeugnis für seinen Sohn und für sich selbst. Die Wunder, die du auf Erden wirkst, werden zum Himmel und zu ihm emporgehoben. Sie zeugen für das, was du nicht erkennst. Und sobald sie die Pforte des Himmels erreichen, wird Gott diese öffnen. Denn niemals würde er seinen eigenen geliebten Sohn draußen vor der Pforte lassen und jenseits seiner selbst. Wir verbinden uns einige Sekunden mit diesem Absatz und lassen ihn einen Moment lang. Lassen ihn im Geist sinken.
Kommen wir nochmal zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, noch immer so ein bisschen müde und so, aber im Prinzip auch neutral. Danke. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich ruhig, gut, friedlich. Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zur Sabine. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ruhig, entspannt. Ich habe gerade so ein bisschen eine Nies-Serie gehabt, vielleicht Reinigung. Ja. Freudig, dankbar. Schön hier zu sein. Danke. Ja, danke Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir nochmal zu meinem Feedback. Bin dankbar und fühle mich verbunden und im Frieden. Ja, wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von. Kommen wir jetzt zu dem Absatz, zu der Erklärung. Wir sind in Ein Kurs in Wundern erschienen im Greuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 8, von der Wahrnehmung zur Erkenntnis, Absatz 10. Ich lese wieder vor, du kannst dich wieder zurücklehnen und entspannen, vom Verstehen wollen als das Haben wollen loslassen und die Erkenntnis in dir aufdämmen lassen. Doch in dieser Welt ist deine Vollkommenheit nicht bezeugt. Ja, von welcher Welt reden wir jetzt hier? Wir hören ja hier im Kurs immer wieder, es gibt zwei Träume. Ein Traum ist die Welt, die vom Ego gemacht ist. Und ein Traum ist vom Heiligen Geist, das ist der ungeträumte Traum, ist die Schau Christi. Wir bekommen jetzt im Laufe dieses Absatzes mit, um welche Welt es sich handelt, wenn wir es jetzt bis hier noch nicht verstehen können. Also doch in dieser Welt ist deine Vollkommenheit nicht bezeugt. Das heißt also, es liegt sehr nahe, dass es um die Schau Christi geht, weil es geht ja um Vollkommenheit, aber sie ist noch nicht bezeugt, also sie braucht noch so eine Art Feedback. Du musst noch einen Zeugen sehen. Und wie wir ja wissen, ist das so, dass das Feedback über deinen Bruder kommt. Ja, also du siehst in deinem Bruder das Antlitz Christi. Das ist das Feedback. Das ist das der Zeuge dafür, dass du in der richtigen Welt bist. Es ist, dass alle Dinge nein, sogar einen glücklichen Ausgang haben. Es ist, dass du glücklich bist und frei bist, weil du weißt, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst diese Bedrohung nicht mehr zu sehen, sondern nur noch den glücklichen Ausgang. Du hast den Frieden Gottes in dir. Das ist auch ein Zeuge. Ja, wir schauen uns also die Zeugen an, aber hier steht es noch, ja, doch in dieser Welt ist deine Vollkommenheit nicht bezeugt. Und jetzt schauen wir mal, warum nicht. Als nächster Satz kommt ja, Gott kennt sie, du hingegen nicht. Ja, also Gott kennt die geheilte Welt, du hingegen nicht. Also du kennst nur die ungeheilte Welt und den ungeheilten Heiler. Jedoch, du lernst sie kennen. Vielleicht
Hörst du jetzt auch als jemand, der sie sehr gut kennt im Moment zu? Ja, während du vielleicht jetzt das Video hier guckst. Später, ja. Aber in dem Moment ist es jetzt mal so, dass es vielleicht auch bei dir Augenblicke gibt oder Momente gibt, in denen du sie nicht kennst, also in denen du sie verleugnest. Wir kennen sie ja nur deswegen nicht, weil wir sie verleugnen. Es ist ja eine Verleugnung des Himmels, was überhaupt das Ego-Denksystem entstehen lässt, was überhaupt ermöglicht, eine andere Welt neben der Schau Christi oder neben der Erkenntnis wieder sein zu lassen, beziehungsweise die Schau Christi oder die Erkenntnis vollkommen auszublenden und wieder, ja, sagen wir mal, für 5 Minuten in irgendeiner Dramasituation zu sein, in der wir glauben oder sogar behaupten könnten, Gott existiert überhaupt nicht, weil das, was hier passiert, das kann nicht sein, dass das Gott mir zumuten würde. Also Gott kennt sie, du hingegen nicht. Das bezieht sich vollkommen auf Ausschnitte, die du unter der Führung des Egos im Ego-Denksystem vollbringst oder verbringst. Und deshalb teilst du sein Zeugnis für sie nicht. Ja? Er schreibt es jetzt hier als ganz global, weil selbst wenn es partiell in deinem Leben vorkommt, ist es gleich global, ist es gleich komplett. Also es bedeutet, eine partielle Schau Christi bedeutet nichts. Nur eine konstante Schau Christi bedeutet etwas. Partiell oder immer wieder den Himmel zu erfahren und dann wieder die Hölle zu erfahren, also unter Schwankungen zu sein, bedeutet letzten Endes, wenn man jetzt, sagen wir mal, den Vergleich mit einem Alkoholiker hier wieder machen würde, ein Alkoholiker ist nur dann wirklich trocken, wenn er konstant trocken ist. Wenn er zwischendurch doch mal ein Glas trinkt, dann gilt er als nass. Ja, und genauso können wir das hier sagen, wenn wir zwischendurch mal vom Ego trinken, ja, dann gelten wir als in der Hölle. Es ist dann letzten Endes wieder die ganze Hölle. Es ist nicht der Himmel. Der Himmel ist es nur, wenn wir uns ein für alle Mal für den Himmel entscheiden, konstant und unambivalent. Diese Entscheidung triffst aber nicht du aus dem Ego, trifft der Heilige Geist für dich und er hat sie unambivalent für dich entschieden, weil du es einmal unambivalent entschieden hast. Jetzt geht es aber nur darum, dem auch zu glauben, dem auch zu folgen, also nicht wieder anderen Geistes zu werden darin, nicht den Überzeugungen des Egos Glauben zu schenken und sie durch deinen Glauben zu verstärken. Also den Versuchungen des Egos, die da kommen, Glauben zu schenken, also zu glauben, dass du das bist, der das da denkt, daran musst du geistig vorbeigehen. Wie machen wir jetzt hier eine Übung für den Tag drauf, draus, ja, Nihira, ich glaube, du bist schon dabei. Ja. Also sollte heute wieder eine Versuchung oder sollten heute wieder Versuchungen in deinem Geist aufkommen, lass dich nicht denken, dass du das bist, der das denkt, sondern gehe daran vorbei und verlass dich auf dein Gefühl des Friedens in dir, dass das der Zeuge dafür ist, dass der Himmel in dir konstant errichtet ist, also dass der Himmel in dir einfach konstant ist, dass die Schau Christi konstant ist. Ebenso wenig legst du Zeugnis für ihn ab, wenn
Die Wirklichkeit, denn die Wirklichkeit wird als eins bezeugt. Ja, also das alles passiert genau dann in so einem Zustand, in dem wir Gott auch jetzt noch, während wir auch vielleicht ganz, ganz, ganz intensiv hier den Kurs betreiben und unser Geistestraining betreiben, aber in so einem Augenblick, in dem wir nicht in der Schau Christi sind, nicht dem Himmel gewahr sind, also ihn verleugnen und ihn komplett ausblenden, stimmt das, ja, wenn es dann heißt, ebenso wenig legst du Zeugnis für ihn ab. Du legst in diesem Moment kein Zeugnis für ihn ab. Denn die Wirklichkeit wird als eins bezeugt. In dem Moment fühlst du dich nicht eins mit dem Vater, mit Gott. Gott wartet auf dein Zeugnis für seinen Sohn und für sich selbst. Schauen wir mal, das muss man ja jetzt nicht erklären, das ist ja ein Satz, den wir ganz einfach so hören können und verstehen können. Jetzt gehen wir erstmal zum nächsten Satz über. Die Wunder, die du auf Erden wirkst. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier bis zu diesem Komma. Also es ist schon naheliegend, dass es jetzt darum gehen wird, dass die Wunder, die du auf Erden wirkst, letzten Endes das Zeugnis ist. Dass das die Zeugnisse sind, ja, worum es jetzt hier geht. Und wir müssen an der Stelle aber auch nochmal festhalten, weil das kann man missverstehen, wenn man sagt, ich bin ein Wunderwirkender, du bist ein Wunderwirkender. Dann kann man das so verstehen wie derjenige, der da als Körper ist, der sich als Ego wähnt, ist wie so ein Zauberer mit so einem Zauberstab und der wirkt so ein paar Wunder. Also es kommen dann auch mal ein paar Leute zu dir und sagen, ja hier, guck mal, ich habe das und das, kannst du mal mit deinem Zauberstab hier kommen und Kringelingeling machen? Und dann sagst du, ja, klar, Kringelingeling. Und dann wird die Heilung nachgeprüft und dann hat es irgendwie jetzt mal kurz funktioniert und dann doch wieder nicht. Und dann müssen wir wieder der Heilung vertrauen und so weiter. Aber hier passiert eine Ebenenverwechslung an der Stelle. Ja. Und zwar, ich lasse nicht zu, dass ich tiefer verstehe, dass ich zurücktreten muss. Das Einzige, was ich machen muss, wenn ein Bruder mit seiner Krankheit oder mit dem gebrochenen Bein seiner Katze oder was auch immer zu mir kommt, ja, das ist ganz einfach, dass ich jetzt die Vollkommenheit in ihm sehen muss und vor allem in mir. Das heißt also, meine Wahrnehmung, hier soll nur aufgezeigt werden und das Zeugnis dafür abgelegt werden, dass meine Wahrnehmung nicht korrekt ist, weil dieses gebrochene Beinchen da ist. Ja, dem musst du nicht glauben. Das muss nicht jetzt repariert werden in diesem Fall. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass eine Wahrnehmungskorrektur dort stattfindet, wo sie losgeht, wo sie beginnt. Sie beginnt genau da los, also fängt da an, wo der Geisteswandel ist. Ja, sie ist also nicht auf der Ebene, wo wir glauben, in der physisch, auf, na, sagen wir jetzt mal, da wo das Bein ist, ja, da ist ja nicht die Heilung. Da passiert zwar die Heilung als Endsituation, aber wichtig ist, dass die Heilung im Geist stattfindet. Also ich muss dann verstehen, Heiliger Geist, rücke meinen Geist zurecht. Und zwar meinen Geist. Ja. Nicht den Geist der Katze. Nicht den Geist der, ich hätte jetzt fast gesagt, Mutter der Katze, ja. Also nicht diesen Geist, sondern
den Geist des Sohnes Gottes. Dieser Geist muss zurechtgerückt werden. Und das kann nur ich in dem Moment in mir tun, weil ich da jetzt vielleicht den Zugang zu habe. Das so zu sagen, und weil ich den Zugang zum Heiligen Geist habe und den Heiligen Geist darum bitten kann, dass er meine Wahrnehmung korrigiert und dann die Wahrnehmung so nah an die Erkenntnis führt, weil es geht ja hier immer noch um Wahrnehmung und Erkenntnis, wie wir ja, wenn wir uns jetzt erinnern, ja. Es geht darum, dass Wahrnehmung zur Erkenntnis geführt wird. Ja, das Kapitel heißt von der Wahrnehmung zur Erkenntnis. Und da muss die Heilung passieren, beziehungsweise das ist kein Heilungsvorgang, sondern es ist ein Erinnerungsvorgang. Ich muss mich erinnern. Ich muss die Wahrheit in mir aufdämmern lassen. Ich muss die Erkenntnis in mir aufdämmern lassen. Ich muss zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Das muss ich machen. Mehr muss ich nicht tun. Ich muss zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Was dann physisch passiert in dem Traum, den der Heilige Geist für mich umgeträumt hat, das passiert dann einfach. Das werden wir dann sehen. Aber wir müssen jetzt dann nicht irgendwie die Heilung forcieren aus dem Ego heraus, ja? Das wäre wieder Ebenenverwechslung in dem Moment. Also dann würde ich wieder glauben, ich bin dieser Mann mit dem Zauberstab. Aber der bin ich ja gar nicht, ja? Wunderwirkender, dieses Wort, beinhaltet auch das Wort Wirkung, ja? An der Stelle erinnern wir uns an den Leitsatz, ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Und die Wunder, die durch mich ausgewirkt werden, die kommen in der, sozusagen in der Fehlwahrnehmung uns wie ein Wunder vor. Aber Wunder sind ganz natürlich. Schau einfach nochmal in die Grundsätze der Wunder hinein. Wenn sie nicht passieren, ist etwas fehlgegangen. Wunder sind ganz natürlich. Also es passiert in der Schau Christi permanent ein Wunder. Die ganze Schau Christi ist ein komplettes Wunder. Es ist die Wahrnehmung, die umgeträumt worden ist, die zur Erkenntnis geführt wird. Wir schauen weiter hier in den Sätzen, wie es hier weitergeht, ja. Die Wunder, die du auf Erden wirkst, werden, oder man könnte jetzt ja auch sagen, die Wunder, die durch dich auf Erden ausgewirkt werden. Es wäre noch klarer, ja, ausgedrückt, werden zum Himmel und zu ihm emporgehoben. Ja. Jetzt können wir hier an der Stelle, weil wir hören, emporheben, können wir sagen, okay, du kannst ja hingehen und wenn du jetzt die kranke Katze siehst, sagen, Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du meine Wahrnehmung mit der kranken Katze und der Frau, die die Katze gebracht hat. So passiert es ja in der Regel nicht, aber ich nehme jetzt dieses Beispiel einfach mal, ja? Aber vielleicht passiert es ja auch so. Gebe es in deine Hände, damit du es aufhebst, läuterst und mir als geläutert zurückgibst, ja? Also dieses Bild, das ist ja ein Bild. Ein Bild von einer unvollkommenen Welt, in der Krankheit geschehen kann. Diese Sequenz, dieses Bild gibst du in die Hände des Heiligen Geistes, in den Läuterungsprozess. Gibst es in seine Hände, damit er es aufhebt, emporhebt, ja, in den Himmel, läutert, dann trennt er das Wahre vom Falschen und gibt dir das Wahre zurück. Also er gibt dir dich selbst als das Wahre zurück und das bist du als die vollkommene Liebe Gottes. Also Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Ja, so gibt er dich dir zurück. Und das bedeutet, du hast weiterhin den Frieden Gottes in dir. Ja, und letzten Endes schauen wir dann, was mit der Katze jetzt geschieht. Ist die Katze jetzt in dem Moment geheilt? Wahrscheinlich nicht. Sie wird wahrscheinlich jetzt immer noch das gebrochene Bein haben oder gebrochenes Bein ist ja jetzt vielleicht auch kein
schlaues Beispiel hier, aber es ist nicht so, wie wir das jetzt von den Geschichten und Überlieferungen von Jesus kennen, dass dann plötzlich der Gichtbrüchige aufsteht und gehen kann oder die Toten erweckt werden, aufstehen und hier dann lebendig auf der Erde wandeln. Diese Erfahrung machen wir in der Regel ja so nicht. Aber wir machen eine Erfahrung von einem geistigen Zugang zu Gott, zu einem Frieden Gottes und zu einer neuen Sichtweise und zu einer Form von Freude und Schmerzlosigkeit. Ja, also an den äußeren Umstand jetzt die Anforderungen haben, dass sich da was ändern soll, funktioniert in der Regel so nicht. Also dann halten wir ja immer noch am Außen fest, also sagen, an dem Physischen soll sich was ändern. Und davon müssen wir lernen, in erster Linie komplett loszulassen, also das komplett dem Heiligen Geist zu überlassen. Siehe, Handbuch für Lehrer, muss Heilung wiederholt werden. Da steht es auch nochmal ganz klar drin erklärt, Heilung muss nicht wiederholt werden, wenn Symptome im Außen anhalten. Die Symptome sind ja, was ist beispielsweise der Husten, der immer wieder auftaucht, ja. Jetzt musst du vertrauen, jetzt musst du dich an deinen inneren Führer wenden und nicht die Heilung wiederholen, sondern musst dir darüber klar sein, wenn du einmal Heilung gegeben hast, überlege dir, von wo du zu wem Heilung gegeben hast, ja. Du hast von Gott zu Gott Heilung gegeben. Das kann nicht schiefgehen. Nur deine Illusion muss darin einfach aufgehoben werden. Ja, also diesen Artikel auch nochmal hier reinschreiben, was ich gerade gesagt habe. Handbuch für Lehrer. Muss Heilung wiederholt werden? Das bitte durchlesen. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der hier steht. Also gehen wir weiter im Text. Die Wunder, die du auf Erden wirkst, werden zum Himmel und zu ihm emporgehoben. Punkt. Da hört's auf. Sie zeugen für das. Jetzt sehen wir, also es stimmt. Es sind die Zeugen. Sie zeugen für das, was du nicht erkennst. Und sobald sie die Pforte des Himmels erreichen, wird Gott diese öffnen. Ja, wir sehen jetzt also so bildhaft vor uns, wie das Wunder aufsteigt und sich die Pforte des Himmels öffnet. Ja, das ist ein schönes Schaubild. Das kann uns gefühlsmäßig helfen, wenn wir diese Schaubilder sehen, uns zu öffnen. Ja, in uns die Pforte des Himmels öffnen zu lassen, in unserem Geist. Denn niemals würde er seinen eigenen geliebten Sohn draußen vor der Pforte lassen und jenseits seiner selbst. Wir sehen also an dieser Stelle ist es nur, dass der Sohn in den Himmel will. Es ist gar nicht das, was es, wo es ums Wunder geht, ja, dass das Beinchen der Katze geheilt wird oder der Husten, sondern es ist, dass der Sohn Gottes in den Himmel will. Darum geht's. Also du willst in den Himmel. Und das weißt du manchmal nicht. Manchmal weißt du es und manchmal weißt du, dass du schon da bist. Also dass die Pforte ist immer geöffnet. Sie bleibt immer geöffnet. Sie ist niemals geschlossen. Warum sollte überhaupt eine Pforte da sein? Das ist schon an der Stelle, fangen wir an zu verstehen, wenn wir sagen, der Himmel ist hier, es gibt keinen anderen Ort, der Himmel ist jetzt, es gibt keine andere Zeit. Wir müssen nirgendwo hinreisen, wir müssen nirgendwo emporgehoben werden, er ist hier. Nur, es ist eine Illusion, dass wir woanders wären.
Wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist, lassen den Absatz ein bisschen im Geist hineinsinken. Und kommen jetzt zur Feedback-Runde. Ja, Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ja, wie soll ich mich fühlen, weiß ich jetzt auch nicht. bisschen wacher und so, und aber weiterhin ruhig und friedlich. Genau, danke. Ja, danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ruhig, entspannt. Dankbar, freudig. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich jetzt auch gut, ruhig, zur Freude. Entfaltet sich da gerade so. Ist schön. Danke. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir noch zu meinem Feedback. Es geht mir gut. Bin ein bisschen verspannt im Nacken. Aber das gibt sich auch wieder. Und ja, wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von. Wir machen eine Pause von 8 Minuten und sehen uns gleich wieder. Ja, hallo ihr Lieben, das Meeting geht weiter. Wir kommen jetzt zum Vorlesen vom Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 9, die Wolke der Schuld. Ich lese vor, du kannst dich wieder zurücklehnen vom Verstehen wollen, als das Haben wollen loslassen und dich geistig hingeben, sodass die Erkenntnis in dir aufdämmern kann. Die Schuld bleibt das Einzige, was den Vater verbirgt, denn Schuld ist der Angriff auf seinen Sohn. Die Schuldigen verurteilen immer. Und da sie verurteilt haben, werden sie es weiter tun, indem sie nach dem Gesetz des Ego die Zukunft mit der Vergangenheit verknüpfen. Die Treue gegenüber diesem Gesetz lässt kein Licht ein, denn es fordert Treue der Dunkelheit gegenüber und verbietet das Erwachen. Die Gesetze des Ego sind streng und Verstöße werden hart bestraft. Gehorche daher seinen Gesetzen nicht, denn es sind Gesetze der Strafe. Und diejenigen, die sie befolgen, glauben, dass sie schuldig sind, deswegen müssen sie verurteilen. Zwischen Zukunft und Vergangenheit müssen Gottes Gesetze treten. Willst du dich befreien? Die Sühne steht zwischen ihnen wie eine Lampe, die so hell scheint, dass die Kette der Dunkelheit, mit welcher du dich selbst gebunden hast, verschwinden wird. Wir verbinden uns einige Sekunden mit diesem Absatz, lassen ihn einige Sekunden wirken. Kommen jetzt zur Feedback-Runde.
Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, immer noch ein bisschen müde, aber friedlich, danke. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir. Dann wir zur Nihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut. So, der Absatz, der ist so in mich reingesunken und ja, freue mich mit dem dann nochmal mit dir durchzugehen, mit deiner Erklärung. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zu dem nächsten Feedback von mir. Es geht mir gut, ich fühle mich im Frieden und bin dankbar. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Dann kommen wir jetzt zu der Erklärung von Ein Kurs in Wundern, erschienen im Reuthof Verlag, Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 9, die Wolke der Schuld. Ich lese vor und erkläre, du kannst dich wieder zurücklehnen und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Die Schuld bleibt das Einzige, was den Vater verbirgt, denn Schuld ist der Angriff auf seinen Sohn. Ja, das ist jetzt mit Sicherheit nicht das erste Mal, dass wir das hören. Wir machen eine Aufgabe für den Tag. Kannst du in deinem Geist Schuld empfinden, fühlen, also dich schuldig fühlen für irgendetwas, was du scheinbar in der Vergangenheit getan hast und weswegen du glaubst, du müsstest es in der Zukunft ausbaden. Also diese Schuld abbezahlen. Erstens. Zweitens. Siehst du Schuld in deinem Bruder? Also beurteilst du deinen Bruder als schuldig und möchtest, dass er seine Schuld tilgt? Oder möchtest du nur, dass er sich schuldig fühlt? Möchtest du ihn als schuldig sehen? Schaue das in deinem Geist an. Wenn du das findest in deinem Geist, dann lesen wir jetzt weiter. Und dann können wir jetzt gleich eine weitere Aufgabe für den Tag hinzugeben, was du dann machen kannst. Die Schuldigen verurteilen immer. Und da sie verurteilt haben, werden sie es weiter tun, indem sie nach dem Gesetz des Ego die Zukunft mit der Vergangenheit verknüpfen. So, jetzt schauen nochmal in den Geist im Laufe des Tages oder auch jetzt zusätzlich. Ist, während du diese Schuld in dir selbst oder in deinem Bruder siehst, ist eine Verknüpfung von Zukunft und Vergangenheit da? Also denkst du, dass man die Schuld, die man in der Vergangenheit sich aufgeladen hat, in der Zukunft wieder tilgen oder abzahlen kann oder abladen kann? Ja, ist dir die Schuld aufgeladen, kannst du sie in der Zukunft abladen? Oder kann dein Bruder die Schuld, hat dein Bruder die Schuld in der Vergangenheit aufgeladen? Ladest du sie ihm jetzt auf, die aber aus der Vergangenheit kommt, die du in der Vergangenheit siehst? Weil im Jetzt, gerade jetzt tut er ja wahrscheinlich nichts, sondern die Vergangenheit von ihm macht ihn schuldig. Und glaubst du, dass er sie in der Zukunft für dich tilgen kann? Wenn das der Fall ist, dann sind wir hier, wie wir hier sehen, unter dem Gesetz des Egos. Ja. Und jetzt geht's weiter. Die Treue gegenüber diesem Gesetz lässt kein Licht ein. Also schaue mal in den Geist, bin ich, indem ich das immer wieder denke,
diesem Gesetz des Egos auf irgendeine Art und Weise treu? Ist das eine Art Treue, die ich dem Gesetz des Egos, was hier kein Licht einlässt? Ja, kann ich das als Treue bezeichnen? Frage dich das, ist das die Treue, wenn das immer wieder jeden Tag vorkommt, dass ich eine Schuldverschiebung mache oder dass ich mich selber schuldig fühle? Denn es fordert Treue der Dunkelheit gegenüber und verbietet das Erwachen. Schau mal, ob das wirklich so ist in deinem Geist, ja, dass dich in die Dunkelheit führt, also dass das Treue der Dunkelheit gegenüber ist und das Erwachen, also dass es dein Erwachen verbietet, also dass das verhindert, dass du in der Schau Christi sein kannst, dass du im Licht sein kannst, dass du den Frieden Gottes hast. Schau mal, ob das so stimmt, was hier so steht. Ja, weil darum geht's ja. Es geht ja darum, nicht das hier einfach quer zu lesen, sondern sich da einzufühlen und zu überprüfen, kann ich damit einhergehen? Also kann ich da mitgehen? Kann ich da sagen, ja, das stimmt? Oder kann ich hier bei jedem Satz sagen, nein, für mich stimmt das überhaupt nicht? Also das stimmt gar nicht. Ja. Das musst du jetzt für dich wirklich ganz hart in deinem Geist überprüfen. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn, den Kurs zu machen. Ja, weil wenn du das ableugnest, dass das so ist, wenn du sagst, das ist in meinem Leben komplett anders, ich bin immer unschuldig und mein Bruder ist auch immer unschuldig, dann brauchst du den Kurs gar nicht zu machen. Dann bist du schon im Himmel. Ja, wofür dann den Kurs machen? Die Gesetze des Ego sind streng. Und Verstöße werden hart bestraft. Wen siehst du jetzt vor dir, während du diesen Satz hörst? Die Gesetze des Ego sind streng. Was siehst du jetzt in diesem Moment vor dir? Welche Gesetze siehst du jetzt? Ja, genau das musst du jetzt auch sehen in diesem Moment, weil der Heilige Geist zeigt dir auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht jetzt, wo du in deinem Leben an strenge Gesetze gebunden bist und was dich, also wo du das Gefühl hast, das beugt mich. Also das bringt mich in eine Beugung hinein, also dass ich mich beugen muss. Jetzt musst du dich an der Stelle fragen, willst du dich da weiter beugen? Willst du dich dem weiter beugen? Oder ist da ein Gefühl in dir, was dir sagt, nee, ich will mich dem nicht weiter beugen. Ich habe da auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll davon, ja? Jetzt geht's weiter mit, gehorche daher seinen Gesetzen nicht. Was passiert, nachdem du sagst, ich habe die Schnauze voll davon, ja? Dann gehorchst du seinen Gesetzen nicht. Bis jetzt hast du dich vielleicht nicht so ganz getraut, seinen Gesetzen nicht zu gehorchen, weil du vielleicht Angst hattest, dass das Konsequenzen hat, und zwar diejenigen Konsequenzen, die da bedeuten, dass es deine Existenz bedrohen würde. Okay? Jetzt aber verstehen wir tiefer, dass deine wahre Existenz von Gott begründet ist und dass die Liebe dich immer aufrecht erhält. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. An dieser Stelle nehmen wir uns jetzt diesen Leitsatz stärkend hinzu. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten, auch in die Aufgabe des Tages hineinsetzen. Denn es sind Gesetze der Strafe. Warum begründet jetzt der Heilige Geist hier, höre nicht auf diese Gesetze, ja, also gehorche daher seinen Gesetzen nicht, denn es sind Gesetze der Strafe. Warum begründet er es damit? Weil man könnte ja sagen, ja, ist ja kein Grund. Kann ja ein Gesetz der Strafe aufrechten, was ist ja gut. Hier musst du verstehen, es gibt keinen strafenden Gott. Hier an der Stelle ist es der Zeuge dafür,
dass diese Gesetze nicht von Gott kommen können, denn es sind Gesetze der Strafe. Gesetze der Strafe können nur vom Ego kommen. Hier geschieht eine Verwechslung. Das heißt also, du bist nicht unter der Führung des Heiligen Geistes, wenn es Gesetze der Strafe gibt. Du bist dann unter der Führung des Egos. Und das musst du wissen. Du willst nicht unter der Führung des Egos sein. Du willst unter der Führung des Heiligen Geistes sein. Und deswegen musst du das wissen an der Stelle. Gesetze der Strafe. Ja, deswegen wird es hier als Zeuge, als Grund genommen, ja, denn, hier steht ja, denn es sind Gesetze der Strafe. Höre nicht auf diese Gesetze. Gehorche daher seinen Gesetzen nicht, denn es sind Gesetze der Strafe. Und diejenigen, die sie befolgen, glauben, dass sie schuldig sind. Also, hier steht in diesem Satz, es passiert automatisch, wenn du diesen Gesetzen folgst, wenn du den Gesetzen der Strafe folgst, muss die Ursache sein Schuld. Das ist doch ganz klar. Das ist dann eine Wirkung. Ein Gesetz der Strafe ist schon in sich, wenn du das dir anschauen kannst, ist schon in sich eine Wirkung. Es besagt schon, dass du schuldig bist. Wenn du unter einem Gesetz der Strafe agieren sollst, dann bist du in dem Moment schon schuldig gesprochen. Kannst du das verstehen? Also versuche in der Aufgabe des Tages, versuche zu verstehen, dass wenn du unter einem Gesetz der Strafe fungierst, dass das schon deine Schuld bezeugt. Und diejenigen, die sie befolgen, glauben, dass sie schuldig sind. Deswegen müssen sie verurteilen. Das heißt also, wenn du dich selber als schuldig, also wenn du sagst, ja, ich bin schuldig, das machst du, indem du Gesetze der Strafe befolgst, sagst du, ja, ich bin schuldig, dann musst du verurteilen, ja? Das ist ganz schlimm. Also jetzt nicht lächeln, wie ich gerade, sondern jetzt muss man ja ganz ernst sein. Dann musst du verurteilen. Warum musst du denn dann verurteilen? Das wollen wir uns jetzt mal mit der Lupe angucken, ja? Weil du dich nicht schuldig fühlen willst. Weil du Schuld von dir wegschieben willst. Und wo schiebst du sie hin? Zu deinem Bruder. Damit du sie nicht sehen musst. Damit du hast Angst vor Gott zu treten mit deiner Schuld. Und schiebst sie schnell irgendwo hin und da ist als einziges übrig der Rest der Welt, also der Bruder. Schiebst sie also nach außen. Jetzt sagst du, der Bruder ist schuldig. Ich bin unschuldig. Ich stehe vor Gott und bin unschuldig. Jetzt kannst du mich mitnehmen, Gott. Ich bin unschuldig. Den Bruder kannst du leider nicht mitnehmen, der ist schuldig. Ja? Gehen wir nochmal zurück, wo das alles passiert ist. Das passiert da, gehorche daher seinen Gesetzen nicht, denn es sind Gesetze der Strafe und diejenigen, die sie befolgen, glauben, dass sie schuldig sind, deswegen müssen sie verurteilen. Jetzt verstehen wir diesen Satz tiefer und können ihn in der Aufgabe des Tages anwenden. Also können ihn anwenden in der Form zu beobachten, dass es genauso abläuft, dass es genauso stattfindet, ja. Schau es dir, während du unter den Gesetzen der Strafe fungierst, an, dass du gezwungenermaßen verurteilen musst. Also, dass du das Gefühl hast, es geht gar nicht anders, ich muss verurteilen. Ich sehe Schuld im Außen. Zwischen Zukunft und Vergangenheit müssen Ges Gottes Gesetze treten. Willst du dich befreien? So. Jetzt heißt es also, hier hast du diese Bindung von Zukunft und Vergangenheit gemacht, indem ja diese Schuldprojektion der Bogen ist und das Urteil daran geknüpft ist. Und hier kann das Licht scheinbar nicht zu dir kommen. Jetzt heißt es, Gott muss jetzt genau dazwischen treten. Und das macht er dann, wenn du sagst,
Im Hier und Jetzt liegt alle Erlösung. Ja? Dann rufst du Gott direkt dazwischen, zwischen diesen Bogen von Schuld, zwischen Zukunft und Vergangenheit. Jetzt spürst du in dem Moment, wo du sagst, wo du geistig wiederholst, im Hier und Jetzt liegt alle Erlösung, spürst du, wie so eine Blüte sich dein Herz, dein Geist, der Frieden in dir aufkommt. Wie du sozusagen in diesem Moment das Gefühl von Erlösung in dir verspürst. Wie der ganze Hass verschwindet, der ganze Groll, die ganze Lieblosigkeit aus deinem Denksystem verschwindet. Wie du aufhörst, einen anderen als schuldig zu verurteilen und einfach siehst, dass das alles eine Illusion ist. Dass es alles ein bestimmtes Machwerk ist unter den Gesetzen der Strafe. Ja, also nochmal, zwischen Zukunft und Vergangenheit müssen Gottes Gesetze treten. Willst du dich befreien? Ja. Die Sühne steht zwischen ihnen wie eine Lampe. Komma. Ja, jetzt fühl dich ein, auch im Laufe des Tages. Fühlst du, dass die Sühne genau dazwischen steht, ja, zwischen Zukunft und Vergangenheit im Hier und Jetzt, wie eine Lampe, also dass es wie ein Licht in dir plötzlich sich anfühlt. Vielleicht kannst du es sogar jetzt in diesem Moment spüren, wie es regelrecht in dir die Schuld hinwegleuchtet, wie das ganze Ego hinweggeleuchtet wird, diese ganze Illusion. Mach diesen Prozess, diese Erfahrung, weil diese Erfahrung brauchst du. Diese Erlösungserfahrung brauchst du wieder und wieder, damit du lernen kannst von dir selbst, vom Heiligen Geist, der durch dich selbst diese Lehre führt, diese Erlösungslehre, dass tatsächlich die Erlösung immer im Hier und Jetzt funktioniert. Dass sie niemals aufhört zu funktionieren. Dass der Zugang zum Himmel für dich immer frei und offen ist. Also Lampe, Komma, die so hell scheint, Komma, dass die Kette der Dunkelheit, ja, die Kette der Dunkelheit ist ja dieser Bogen, Vergangenheit, Zukunft, Schuldprojektion, ja. Das ist die Kette. Das ist die Kette der Dunkelheit ist das. Die Kette, die dich in der Dunkelheit bindet, ist die Verurteilung mit Schuldverschiebung auf deinen Bruder oder auf dich selbst. Mit welcher du dich selbst gebunden hast. Hier siehst du selbst hast dich damit gebunden. Dann könntest du ja noch sagen, man kann doch einfach selber loslassen. Ja, genau. Lass los. Lass es endlich los. Ne? Könntest du ja jetzt an der Stelle sagen, ja, wenn ich es doch nur selber mache, kannst du einfach sein lassen. Ja, genau. Genau. Du kannst es einfach sein lassen. Du kannst einfach den Gesetzen Gottes gehorchen, statt den Gesetzen des Egos, statt den Gesetzen des Strafes. Wie sind denn nochmal die Gesetze Gottes? Vollkommene Liebe, vollkommenes Glück, vollkommene Freude, vollkommene Gnade. Gnade impliziert immer Freiheit von Schuld. Also Gnade bedeutet immer Freiheit von Schuld. Ja, verschwinden wird. Also diese Kette der Dunkelheit verschwinden wird. Wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen, lassen ihn einen Moment lang im Geist sinken, lassen zu, dass sich die Erlösung einfach vollbringt. Fühlen uns ein, lassen es auch vom Gefühl her zu. Alles Dunkle verschwindet, wenn da was sein sollte überhaupt, ja. Aber wenn da was ist, dann verschwindet das jetzt. Wenn da was war, dann sehen wir, es war eine Illusion, weil nur die Wahrheit existiert, nur das Licht existiert.
Das andere kann ja weggeleuchtet werden und existiert daher gar nicht. Und das lernen wir. Wir lernen, was existiert, was existiert nicht. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Das lernen wir hier. Ja, wir kommen zum Feedback. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, danke, guten Friedrich. Mir ist, glaube ich, einiges klar geworden jetzt. Ja, alles klar. Dankeschön. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, das kann passieren, dass einem was klar wird. Danke, Thomas. Wir verbinden uns. Dann kommen wir zur Nihira. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich so richtig durchleuchtet. Ganz in Frieden und ja, irgendwie ja erlöst. Danke. Dankbar fühle ich mich auch. Danke. Ja, danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Wir haben zum nächsten Feedback. Das ist mein Feedback. Ja, mir geht's auch gut. Und die Schmerzen sind auch weg. Ich fühle mich jetzt sicher und frieden, frei, dankbar. Und das war's von mir. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Feedback von mir und lassen zu, dass sich das mein Geist sinkt. Und dann sind wir am Ende des heutigen Meetings angekommen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Anschauen. Und wir machen die Herzöffnung zum Geist. Und viel Spaß heute in der Show Christi unter den Gesetzen Gottes. Ciao. Ciao. Ciao, ihr Lieben. Tschüss, Ciao. Thomas. Tschüss. Ciao, ciao.